Herzlich willkommen, allen Freunde, zurück zu Animal Crossing New Horizons. Heute werden wir etwas anderes machen als... Oh Gott, es ist gewittert. Das gehen wir einfach letztes Mal ab. Wir gehen kurz ins Rathaus, um die Punkte einzusammeln. Oh cool, endlich mal wieder Gewitter. Ich hatte schon sehr, sehr lange kein Gewitter mehr. Denn ich liebe ja Regen. Das ist echt schön. Ja, sprüh du mal deine Blumen an. Ich hole mir hier die Meilen. Und dann, ja, heute haben wir nämlich was. Na, haben wir ein bisschen was vor. Wir wollen. Ne, oh Gott. Warte, ich muss mal wieder was öffnen. Mein Aufnahmefenster war weg, Leute. Mein Aufnahmefenster war weg. Oder ist nur weg? Warte. Ich hab's gleich. Hier, oder? Hä? Öffne dich doch jetzt. Hallo. Es ist ein Prank hier. Alles ein Prank. Ah, jetzt. Jetzt habe ich's. Denn wir werden jetzt hier oben mal langsam weiterbauen. Beim Museum. Genau. So, dafür brauchen wir aber hier dieses Dingsy-Bumsy. Wo ist denn das Kit? Oh Gott, ey. Da ist es. Oh Gott, jetzt habe ich mich verklickt. Da, dich brauchen wir. Ja, bearbeiten beginnen. Bauarbeiten beginnen. Los. Wir haben nicht viel Zeit. Ah, Mayday. Sehr schön. Okay, dann brauchen wir jetzt erstmal hier Wasser, würde ich sagen. Denn ich hatte mir schon mal ein paar Skizzen gemacht, wie ich die Insel gerne haben möchte, dass ich jetzt hier einen kleinen Wasserfall mache. Oh nein, jetzt komme ich da hinten nicht mehr hin, oder? Warte. Ach, mach das nochmal weg hier. So, dann geht es hier nach oben. So ungefähr und dann gleich nach rechts. Aber erstmal hier. Gut, jetzt haben wir das da. Jetzt ein nach oben. So. Dann soll es wieder eine kleine Kurve bekommen. So, das lassen wir jetzt erstmal so. Denn wir machen jetzt hier erstmal rechts. Hier kommt nämlich auch ein Wasserfall hin. Und ne, warte, bevor ich es irgendwann vergesse, hier unten muss ich auch noch. Unten muss ich natürlich auch was machen. Da. Oh, Regen hatten wir echt schon lange nicht mehr, Leute. Das ist echt sehr cool. Denn ich mag Regen. Ich weiß nicht, wie viel. Viele mögen Regen nicht. Aber Regen tut uns gut, Leute. Es tut uns einfach gut. Ihr könnt da auch nicht Nein sagen. Es tut uns einfach gut. Und so. Ist das so eckig? Nö, es geht. Also wenn hier vorne kommt dann eben Baum hin, dann passt das so. So, hier müssen wir jetzt erstmal hochlaufen. Denn hier vor soll vielleicht ein T-Rex hin oder ein Langhals. Ich bin noch am Überlegen. Was jetzt genau hin soll. Ja, sonst, was gibt es momentan zu erzählen? Ich habe kein einziges, also ich habe jetzt wieder angefangen, ein Buch zu lesen. Hat mir mein Professor empfohlen. Und zwar ist das Utopien für Realisten. Rutger Bergmann. Die Zeit ist reif für die 15-Stunden-Woche. Offene Grenzen und das bedingungslose Grundeinkommen. Das ist sehr interessant, das beschäftigt sich mit der Armut, mit einem Grundeinkommen, was eigentlich gegeben werden kann. Und ja, viele Forschungen sind darunter, Forschungsberichte. Es ist wirklich interessant. Kann ich nur empfehlen bis jetzt. Bin jetzt gerade auf Seite 68, glaube ich. Thema ist zurzeit Kinder, das Ende der Armut. Warte, da soll eine Insel drauf. So,
Und da kommt dann so ein Stein drauf. Den habe ich gesehen. Aber ich weiß nicht, ob wir den haben. Haben wir den schon? Wir gucken mal ganz kurz hier durch. Das ist ein Stein. Da, 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 da. Notfallsohlenstein oder was? Den könnten wir natürlich auch nehmen, den Gedenkstein. Das wäre auch ein bisschen, so, ne? Sehenswürdigkeit. Würde ich sagen. Aber wenn wir noch das andere haben, was ich eigentlich wollte, das wäre nämlich noch besser. Das wäre noch besser. Sieht nicht danach aus, tatsächlich. Oder ich hab's nicht gesehen, aber... Nee, ich glaube leider nicht. Naja, egal, dann lassen wir es erstmal so. So, dann muss, glaube ich, hier eine Kurve hin. Oder kommt die Kurve hier hin? Ich... Wie kriegt man denn hier jetzt eine Kurve rein? Wie kriegt man hier eine Kurve rein? Ups, nee, das wollte ich nicht. Das hier ist so eine Kurve. Achso, warte, muss ich hier machen, ne? Oh, Alter. So, dann habe ich hier die Kurve, ne? Ja, super. Super, dann machen wir hier eben Wasser hin. Also ist jetzt hier keine Kurve. Achso. So. Mal gucken, ob das so hinhaut. Dann. Oh nein, da muss ich ja. Oh, das stimmt ja, ich muss ja hier nochmal alles hoch machen. Habe ich ja noch gar nicht gemacht. Naja, egal. Dann gehen wir erstmal wieder auf die Seite. Oh, hier kommt ne... Ach, Alter, lass mich durch. Lass mich durch. So. Dann hier. Hab mir das so, schon so ein bisschen vorgestellt, dass das nah dran ist, tatsächlich. Kommt hier ein kleiner See hin. Also See, eine Pfütze, würde ich sagen. Oder Teich. Und dann geht es hier hoch. Genau. Oh, das muss ich aber mit dem hier anpassen. Ist das hier doch länger? Ja, egal. Dann muss ich sehen, wenn ich die Wände und sowas gezogen habe. Dann könnten wir eigentlich schon mal den Weg machen. Eigenes Design. So, nehmen wir das. Was haben wir noch? Mitten ist auch mit den Steinen. Nehmen wir das mit den Steinen. Weil ich hatte mir gedacht, für jede Ebene nehme ich einen anderen Weg. Deswegen gucke ich mal eben kurz. Oh. Wo der andere Weg hier hinten ist. Welchen ich hier genommen habe. Da habe ich. Okay, ich habe ja hier noch nirgendwo Wege gemacht. Ah, hier. Hier habe ich den normalen genommen. Genau. Ich dachte, unten liegen nicht so oft Steine und auf Bergen liegen öfter Steine herum als unten. Deswegen habe ich mir das so vorgestellt. Hier, ne? Ja. Gut, dann nehmen wir... Oh, Alter. Leute, bald ist Winter. Ich freue mich richtig auf Dings. So, ist das... Reicht das? 1, 2, 3. Ja, ich glaube, das reicht schon. Da kommt dann die Treppe hin. Dann brauchen wir nur das andere. Bald kommt das Winter-Update. Da freue ich mich riesig drauf. Warte, habe ich das gar nicht für rechts? Doch, da. Da habe ich es. Doch. Super. So, hier kommt eine Treppe. Das gleich machen wir jetzt hier auch. Ja. Oder? Da.
Ah, ich freue mich so auf Winter, wenn es hier schneit und so. Das wird mega cool, Leute. Das wird echt cool. So, hier machen wir jetzt auch so einen Fluss hin. Heißt, wir brauchen wieder unser Gewässerplateau. Zack. Unten wird der Fluss aber ein bisschen anders sein. Der mündet dann wirklich in den Fluss. Ja, da. Dann kriegen wir hier eine Kurve. Hier geht's runter. Ja. Ich konzentriere mich gerade, Leute. Es tut mir leid, aber es ist echt anstrengend, wenn man hier komplett verkackt beim Bauen. Beziehungsweise. Oh, Alter. Den wollte ich nicht. Weil man immer die richtige Bewegung machen muss mit dem Joy-Con. Dass man hier bloß nicht verkackt. So, das zieht sich jetzt aber auch noch hier hin. Mann, ey. Wieso kann ich das nicht auf den Dings. Oh. Wieso kann ich das nicht auf den Touch machen? So wie like Super Mario Maker. Das wäre cool gewesen. Hätte man die Insel viel, viel schneller fertig gehabt. Vielleicht wollten sie deswegen das nicht machen. I understand you, Nintendo. I understand you. So, hier brauchen wir den schon? Ich glaube ja. So, ne? Ja, so passt das. So, ja. Ja, gut. So passt das wirklich. Dann müssen wir den hier noch länger machen, sehe ich gerade. Oder hier kommt dann die Felsen hin. Ich weiß es gerade noch nicht. Muss ich mir dann hinterher anschauen, wenn der Berg hier oben ist. Gut, dann machen wir unten mal eben weiter. So, ohohoho. Zack. Dann hier. Und dann müssen wir hier machen. So, haben wir das schon mal. Hier kommt die nächste Kurve hin. Ich mach dich mal nochmal zu. Ich weiß nämlich nicht, inwiefern du hier gebaut worden bist, weil du bist gerade eigentlich falsch am Start. So wollte ich die Insel nicht haben. So wollte ich nicht haben. Aber ich wünsche mir, wenn man noch vielleicht einen größeren Strand bauen könnte. Du, Moritz, ich habe ein Geschenk für dich. Hoffentlich gefällt es dir auch. Oh, bitte nicht zum Anziehen. Oh, wieder was zum Anziehen. Eine Matrosenmütze. Ich hoffe, du hast Verwendung dafür. Dankeschön. Danke. Danke, danke für nichts. Für nichts. So. Dann hier auch. Dann haben wir hier schon mal die Dingslinie. Hier machen wir das gleiche. Heißt, das mündet jetzt da ins Wasser rein. Aber die Insel hier, die bleibt. Es sei denn, mir gefällt das nicht so mit der Insel. Dann ändere ich das nochmal später. Aber die bleibt jetzt erstmal. Hallo, Süßi. Oh, Moritz, du bist so fleißig. Ja, ich weiß. Danke, danke. Danke, danke. Wie viele Minuten haben wir denn mittlerweile? Ich sehe es gerade nicht. 13. Boah, ich denke, ich mache hier noch eben zu Ende. Runter, dann geht's noch einen runter. So. Ah ne, warte, der muss auch noch weg. Und dann geht der noch weg. So. Dann eins. Zwei. Kann ich hier auch noch was machen? Nee, ne? Doch, kann ich, cool. Drei. Und eins, zwei, sind das nur zwei? Eins, zwei. Und dann geht es hier weiter. Ja gut, Leute. Dann würde ich sagen, wir haben es eigentlich hier schon mal ganz gut gemacht.
Wir sehen uns dann am Donnerstag wieder zu Animal Crossing. Bis dann, euer Kamito. Haut rein und ciao.